Am Dienstag feierte der Verein Ideenfluss sein 20-jähriges Bestehen im Gleis 1, Kulturpunkt der ehemaligen Metro-Bahngaststätte im Hauptbahnhof Görlitz. Die Dankeschönfeier gab es für Mitstreiter, Unterstützer und Wegbegleiter, so Vereinsvorsitzende Birgit Beltle. Einen Rückblick wollte sie nicht geben, dafür sorgten große Bildschirme im Raum. Auf diesen waren Projekte abgebildet, die der Verein in über 20 Jahren aus der Taufe gehoben und betreut hat. Aus Ideen werden Märkte, so heißt ein Marketingspruch. Im Gleis 1 flossen viele Ideen. Aus einigen davon wurde weitaus mehr. Neben dem Dank, den Ministerpräsident Michael Kretschmer und Bürgermeister Benedikt Hummel dem Verein, speziell aber der bescheidenen Powerfrontfrau entgegenbrachten, überzeugten sich die Politiker unter anderem in einem großen Arbeitsraum hinter dem Veranstaltungssaal voller Bildschirme und technischer Raffinessen, welche Potenziale hier noch schlummern oder bereits zu Märkten geworden sind. Kulturell wurde die Feier gestaltet von den grünen Damen des Kaktus Club, die zunächst, wie könnte es anders sein, den bekannten kleinen grünen Kaktus besangen. Vincent Frommer, seines Zeichens Zauberkünstler und Mentalist, verblüffte die etwa 50 Anwesenden mit dem Blick in die Gehirne zweier Protagonisten. Während die Gäste im Garten zu Häppchen und Gegrillten griffen, stimmte die Country-Rock-Band aus der Stadt der Türme Görlitz, das Duo Zenker und Co., ihre Gitarren und ließ für die Zuschauer der Lausitzwelle schon mal ein paar Töne erklingen.